Sind die Aktienmärkte wirklich schon bereit für neue Hiobsbotschaften? Denn diese, die dürften heute kommen in Gestalt der US-Erstanträge, die massiv nach oben gehen dürften. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute und vielleicht übergeordnet zu erwarten ist in der von Ihnen so geschätzten Ein-Kanal-Ton-Qualität. Ich hatte gestern auf die technischen Schwierigkeiten hingewiesen. Sie kennen vielleicht das Buch Hiob, ein alttestamentliches Buch. Da ist ein älterer Herr, der sehr wohlhabend ist. Alles ist sehr gut, sein Leben ist in Ordnung. Er hat eine große Familie, eine große Herde. Und dann aber kommt eine Katastrophe nach der anderen, Naturkatastrophen, Kriege. Erst verliert er seine Herde, bis dann auch seine Söhne und Töchter versterben, und er kriegt diese Botschaften, die deswegen immer als oder die deswegen als Hiobsbotschaften in den deutschen Sprachschatz eingegangen sind, und er bleibt aber dennoch standfest, er bleibt gläubig. Und vielleicht müssen wir das auf einer anderen Ebene auch, dass wir diese Hiobsbotschaften, die uns demnächst erwarten im ökonomischen Sinne, im Sinne der ökonomischen Verwerfungen, dass wir das wie Hiob ein bisschen standhaft entgegennehmen. Die Frage ist, sind die Aktienmärkte bereit, da so standhaft die ganzen Dinge zu ertragen? Schauen wir uns mal ein paar Dinge an. Wir haben zum Beispiel ja gesehen, gestern bei den ADP-Arbeitsmarktdaten, 90.000 Jobs sind verloren gegangen bei den Small Businesses, die ja überwiegend die Jobs bereitstellen. 83% der Amerikaner, das ist in Deutschland ähnlich, arbeiten in kleinen bis mittleren Firmen. Nun waren diese ADP-Daten gestern nur bis zu dem 12. März. Das heißt, das eigentliche Problem war da noch gar nicht eingepreist. Das eigentliche Problem mit dem Lockdown, dass viele praktisch ihre Jobs verlieren, das war noch nicht wirklich der Fall. Und wir haben schon in der letzten Woche eben gesehen, wie stark die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe raufgelaufen sind, auf 3,28 Millionen. Und das ist im Prinzip jetzt das beste Konjunkturdatum schlechthin. Diese Erstanträge, A, weil sie amtlich erfasst werden von verschiedenen Ämtern in den jeweiligen Bundesstaaten der USA, weil es sehr zuverlässig ist, weil es nicht wie die morgigen Non-Farm Payrolls irgendwelche Windelweichenberechnungen sind, sondern das sind ganz konkret die Zählungen von Anträgen, die bei einem Amt eingehen, und das sehr zeitnah. Die Daten, die wir heute bekommen, das sind die Daten für die letzte Woche, also das, was praktisch an Menschen sich in der letzten Woche da eben Arbeitssuchende gemeldet haben. Wie schlimm wird es werden? Die Schwankungen, ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, die gehen bei den Schätzungen zwischen 3,5 und 6,5 Millionen Erstanträgen aus. Wir hatten in der letzten Woche ja die Erstanträge, die deutlich höher waren mit 3,28 Millionen. Aber zur gleichen Zeit sprach damals Jerome Powell und sagte, naja, unsere Munition, die geht nicht aus. Also Powell war es in der letzten Woche, letzten Donnerstag, der die Märkte da nochmal gerettet hat. Was kann heute die Märkte retten, wenn wir eine solche massive Zahl bekommen von neuen Erstanträgen? Oder sagt man sich, na egal, haben wir doch gewusst, ist doch eh alles klar. Das wird interessant zu beobachten sein. Es geht schon los mit den Entlassungen. Boeing will wahrscheinlich 36.000 Menschen entlassen. Boeing hat ja das eine oder andere kleine Problemchen. Man hat ja praktisch die Flugzeuge parken müssen, produziert keine mehr. Das hat damals dem Aktienkurs nicht geschadet. Durch Coronavirus ging es dann plötzlich runter. Das erkläre, wer will. Jedenfalls will man hier Lösungen finden von Leuten, die freiwillig ausscheiden oder schon ein bisschen älter sind, um das Ganze sozialverträglich zu machen. Und wir sehen, dass andere, die in Schwierigkeiten sind, wie zum Beispiel Carnival, diese Kreuzfahrtfirma, die müssen sich jetzt Geld besorgen. Die haben wahnsinnige Kosten, die weiterlaufen, aber praktisch keine Einnahmen. Jetzt hat Carnival es geschafft, am Markt Geld aufzunehmen. Man hat sich über Unternehmensanleihen Geld besorgt und zahlt dabei durchschnittlich einen Zins von 11%. Im Oktober hat sich die Firma auch mal Geld geliehen durch Unternehmensanleihen. Da hat man noch 1% bezahlt. Jetzt also 11%. Im Oktober vor knapp einem halben Jahr waren es noch 1%. Das zeigt so ein bisschen, wie jetzt die Dinge sich entwickeln. Schauen wir uns die neuesten Daten an zur Entwicklung des Coronavirus in den USA. Aktuell 215.000 Fälle. Italien jetzt über 110.000, dann Spanien 104.000 und Deutschland 77.981. Das die aktuellen Zahlen. Deutschland also knapp 78.000, während New York alleine, die Stadt New York respektive das Government New York, schon 83.700 hat. Das heißt, New York hat schon deutlich mehr Fälle oder hat mehr Fälle als Deutschland
insgesamt. Und man sieht nach Untersuchungen, dass es vor allem die geringeren Einkommensschichten sind, die am stärksten betroffen sind. Wahrscheinlich, weil die eben auch stärker zusammenleben, wie hier Brian Rosenthal und Carl Quintanilla zeigen. Das ist also auffällig, dass sozusagen diejenigen, die wahrscheinlich wenig Wohnraum zur Verfügung haben, hier besonders betroffen sind in New York. Die WHO, die dreht langsam am Rad. Die hat ja am Anfang sehr lange versucht, die ganze Geschichte sehr stark zu verharmlosen. Jetzt heißt es, wir sind besorgt, extrem besorgt, deeply concerned, wie hier die WHO schreibt, über die rapide Eskalation und den global spread of infection. The number of deaths has more than doubled in the past week. Also die Zahl der Toten hat sich mehr als verdoppelt in der letzten Woche. Wir haben über die letzten fünf Wochen exponentielles Wachstum gesehen, so die WHO. Also da ist man jetzt so ein bisschen im Panikmodus, nachdem man im verharmloser Modus lange gewesen ist. Wir werden jetzt interessante Äußerungen wieder von Donald Trump sehen, daneben, der zunächst mal versucht, diesen Crash bei Ölfirmen ein bisschen aufzuhalten. Gestern ja Whiting Petroleum Insolvenz beantragt nach Chapter 11. Da droht jetzt sozusagen eine Insolvenzlawine, vor allem bei den US-Frackern. Das versuchte Trump zu verhindern, sagt, ich werde sprechen mit Putin und Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, und werde versuchen, da eben die Geschichte wieder einigermaßen hinzukriegen. Aber kann man das politisch, oder ist einfach die Situation so, dass eben die Nachfrage kollabiert? Klar, die Russen und die Saudis, die könnten sich ein bisschen besser verständigen, das wäre möglich, aber okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt haben wir die Situation, wenn wir uns mal Rezessionen der letzten Jahrzehnte anschauen in den USA, dann ist es danach, wie diese Grafik zeigt, immer nach oben gegangen. Allerdings sehen wir, dass nach dem Ende der Rezession die Erholungen immer geringer werden. Wir sehen hier die gepunktete Linie, die zweitunterste, das ist die Rezession, die 2007 folgte, respektive die Erholung, die nach 2007 folgte. Und die unterste ist das Jahr 2001. Wir sehen also, dass in letzter Zeit die Erholungen aus Konjunkturtälern immer geringer werden. Seit der Finanzkrise wachsen die Schulden schneller als die Wirtschaft. Das bringt es vielleicht auf den Punkt. Schauen wir uns noch an, was Donald ansonsten gesagt hat. Bei einem White House Briefing gestern zum Coronavirus sagt er, ja, es ist doch vorstellbar, dass alle Masken tragen, also Mundschutz tragen. Sie könnten auch Schals tragen, das wäre vielleicht sogar besser. Also Donald Trump stimmt jetzt die Amerikaner möglicherweise darauf ein, dass es da eine Maskenpflicht geben wird, was vielleicht so ungemein sprechend ist hier in der ganzen Diskussion in Deutschland und Europa, ist ja, dass man sagt, naja, diese Atemschutzmasken, die schützen einen ja nicht vor Infektionen durch andere. Das ist sozusagen natürlich richtig. Das Problem ist, dass wir aufgrund unserer extremen Fixierung auf das eigene Ego eben wichtiger nehmen, dass wir nicht infiziert werden, als dass wir andere infizieren. In Asien ist das Kollektiv der Höchstwert. Dementsprechend halten sich alle dran, tragen Mundschutz, weil sie eben die Gesellschaft vor sich schützen in diesem Moment. Also praktisch das Kollektiv vor sich als Individuum schützen. Das ist völlig unhinterfragt in Asien. Bei uns machen wir es schon deshalb nicht, weil wir sagen, naja, was bringt uns das? Das ist so ein bisschen beschämend, finde ich. Schauen wir uns noch mal an, was derzeit an den Anleihenmärkten abläuft. Hier sehen wir den Spread, also die Renditedifferenz zwischen US-Anleihen und der deutschen 10-jährigen Anleihe, also der 10-jährigen US-Anleihe und der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe. Und dieser Spread, diese Renditedifferenz kollabiert. Die Amis hatten ja deutlich höhere Renditen für ihre Staatsanleihen. Das wird jetzt wegfallen. Der Spread ist jetzt nur noch wenig über 1%. Das heißt, dass diese Unterschiede, die vorher noch da waren, dass diese Flucht in den amerikanischen Anleihenmarkt jetzt praktisch auch unmöglich ist. Bill Gross, der ehemalige PIMCO-Chef, hat ja lange Jahre darauf gewettet, dass diese Renditedifferenz kleiner wird. Jetzt passiert genau das. Mal sehen, ob er überhaupt noch im Markt ist oder vorher schon mit blutenden Händen abdrücken musste. Und dass die Renditen für US-Staatsanleihen jetzt ein Problem bekommen, hängt auch damit zusammen, dass viele, viele Länder versuchen, ihre Staatsanleihen, ihre amerikanischen Staatsanleihen zu verkaufen, weil sie Dollars brauchen. Sie müssen sozusagen Dollarliquidität generieren, deswegen verkaufen sie eben hier diese US-Staatsanleihen. Mehr als 100 Milliarden Dollar sind damit erlöst worden in den letzten 3 Wochen. Was haben wir noch? Wir haben noch
vielleicht den Hinweis, dass wir ja immer glauben, okay, wir hätten aus den letzten Krisen gelernt, jetzt wissen wir, wie es geht, aber man stellt ja dann fest, dass die Menschen sich dann immer wieder gleich blöd verhalten, auf Deutsch gesagt, also man macht die gleichen Fehler immer wieder. Man ist vor jedem Crash extrem euphorisch, man ist im Crash dann extrem deprimiert, all das wiederholt sich. Ich kann mich erinnern, Fahnenstangen mit Substanz, kurz bevor es losging, einige Kommentatoren, ja, die Party geht weiter, wer jetzt nicht dabei ist, der ist doof, all das hatten wir vor der Finanzkrise, das hatten wir kurz vor Platzen der Dotcom-Blase und. Aber das Playbook, das Drehbuch ist jedes Mal anders bei Krisen, das sollten wir uns vielleicht in Erinnerung rufen. Schauen wir uns mal noch ein paar Charts an, was da zu sagen ist. Wir sehen hier den Dow Jones bei 21.147, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, falls ich es vergesse zu erwähnen. Wir sehen hier, dass wir da oben eine Top-Formation gemacht haben. Im asiatischen Handel gehen die Futures etwas nach oben, leichte Entspannung. Wir werden sehen, ob das Ganze anhält jetzt über den Tag, vor allem vor den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe heute 14.30 Uhr. Wir sehen den DAX knapp über der 9.500er Marke. Wir sehen den Euro nach wie vor unter Druck, aber leicht erholt, jetzt eben durch dieses leichte Risk-On-Sentiment bei 1,0957 und Gold, das hantiert bei 1588 und Crude Oil kann sich erholen, 24,06 $, weil man hofft, dass Sid Donald am Freitag nochmal auf die Pauke haut und den Ölpreis irgendwie nach oben drücken kann. Also, das ist die Situation. Es werden jetzt hier aufs Botschaften kommen, eine nach der anderen, ein Tiefschlag nach dem anderen in Sachen Konjunktur, in Sachen Daten. Wie werden die Aktienmärkte darauf reagieren? Gestern war man ein bisschen verunsichert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Heute werden die Karten neu gemischt. Bleibt dieser Optimismus, den wir im morgendlichen Handel sehen, ja oder nein? Das ist die große Frage. Die Frage nach den Hiobs-Botschaften und der Standhaftigkeit angesichts solcher Botschaften. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Tag und sage Servus und Ciao.